Die Stadt Neu-Alderan. Hier lebt die 28-jährige Lea Organa Solo, geboren Skywalker. Mit ihrem Auftritt in der Historienreportage Krieg der Sterne wurde sie berühmt, heiratete den Freiheitskämpfer Han Solo, doch der Ruhm und die Ehe hielten nicht lange an. Nach dem Krieg trennte sie sich von ihrem Mann Han Solo. Nach dem Krieg trennte ich mich von meinem Mann Han Solo. Es hat einfach nicht mit ihm funktioniert. Das lag hauptsächlich daran, dass er nie wirklich in den Hyperraumsprung gekommen ist. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Hat den Falken nicht zum Fliegen gekriegt. Nicht das einzige schwere Schicksal, das Leia zu erdulden hatte. Sie wurde bei der Geburt von ihrem Bruder Luke Skywalker getrennt. Die beiden hatten unwissentlich, dass sie miteinander verwandt sind, eine Liebesbeziehung entwickelt. Über ihre eigentliche Verwandtschaft war Leia selbst total schockiert. Ich war selbst total schockiert. Dass Luke eigentlich mein Bruder ist. Probleme in der Familie sind Alltag bei Leia. Ihr Vater Darth Vader litt unter einer schweren Behinderung der Atemwege und war auf ständige Hilfe angewiesen. Die gelernte Prinzessin und Senatorin hat nun finanzielle Probleme und lebt von Hartz IV. Unterstützung bekommt Leia nur von Freunden, die ihr helfen, das Chaos in ihrem Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ja, hallo? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Das sagst du jedes Mal. Du willst doch nur wieder Geld von mir. Nur ein bisschen, um über den Monat zu kommen. Oh, möge die Macht mit dir sein in mein Arsch. Wie viel brauchst du diesmal? Leia, eine gebrochene Frau ohne Zukunftsperspektive. Ihre letzte Hoffnung, Friseurassistentin. Denn mit komischen Frisuren kennt sie sich aus. Wir wünschen Prinzessin Leia auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute. Young Fresh Music.